Hallo. In diesem kurzen Clip möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen separaten WLAN-Zugang für Ihre Gäste einrichten. Über den Speedport-Router der Telekom und der Fritzbox. Der Gastzugang funktioniert im Prinzip genauso wie Ihr normales Netzwerk. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass im Gäste-WLAN ausschließlich gesurft und auf E-Mails zugegriffen werden kann. Der Zugriff auf andere Geräte im Netz ist nicht möglich. Dies erhöht Ihre Sicherheit. Starten wir mit dem Speedport-Router der Telekom. Loggen Sie sich in die Benutzeroberfläche Ihres Speedport-Routers ein und klicken Sie oben auf Heimnetzwerk. Sie gelangen auf die WLAN-Grundeinstellungen. Öffnen Sie den Reiter WLAN-Gastzugang und setzen Sie das Häkchen neben WLAN-Gastzugang verwenden. Wählen Sie einen Namen für das Gast-WLAN nach denselben Kriterien wie für Ihr normales WLAN. Bei der Verschlüsselungsart sollten Sie wieder dem WPA2-Standard vertrauen. Setzen Sie den Haken neben Gäste haben nur Zugang zum Internet. Lassen Sie den Haken bei angemeldete WLAN-Geräte am Ende des Zeitfensters trennen weg. So können Ihre Gäste ohne Zeiteinschränkung bei Ihnen surfen. Jetzt müssen Sie nur noch auf Speichern klicken, um das Gast-WLAN zu aktivieren. Wenn Sie einen Fritzbox-Router besitzen, sind die Einstellungen sehr ähnlich. Nachdem Sie sich in die Benutzeroberfläche eingewählt haben, klicken Sie auf den Reiter WLAN und dann auf Gastzugang. Setzen Sie den Haken vor Gastzugang aktiv. Jetzt können Sie einen Namen für das Gast-WLAN nach denselben Kriterien wie für Ihr normales WLAN aussuchen. Bei der Verschlüsselungsart sollten Sie wieder dem WPA2-Standard vertrauen. Belassen Sie den Haken vor Internetanwendungen beschränken, nur Surfen und Mailen erlaubt. Belassen Sie den Gastzugang ohne Zeiteinschränkung. Danach müssen Sie nur auf Übernehmen klicken, um die Einstellungen zu speichern. Jetzt können Sie in Ruhe zu Hause surfen und Ihren Gästen ein sicheres Netzwerk bieten. Aber es gibt noch viel mehr zu beachten. Informieren Sie sich zu diesem und anderen Themen auf unserer Ratgeber-Webseite sicherdigital.de.